Hallo Heidi, da bist du wieder. Realitätsabgleich Oktober 2023. Hallo Danke. Dieter, immer wieder gerne, weißt du doch. Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Das ist so ein Highlight für mich. Du zauberst mir ein Lächeln auf mein Gesicht, wie ich es so selten kenne und vielleicht und viel öfter hätte. Und wir waren natürlich mit extrem vielen Herausforderungen konfrontiert. Ich glaube, davon wirst du genauso betroffen. Und einiges weiß ich ja auch wie ich und ich glaube, wie alle mehr oder weniger. Und ja, gehen wir es gemeinsam an. Zunächst mal, wie geht's dir? Ach, mir geht's gut, muss ich echt sagen. Also das kann jetzt nicht sagen, dass es mir die letzten Wochen, seitdem wir nicht mehr jetzt quasi so öffentlich gesprochen haben, immer gut ging. Also ich habe da auch meine Up und Downs, aber ich weiß ja, dass ich damit umgehen kann. Ja. Und auch wenn es mir dann manchmal nicht so vorkommt, aber irgendwo hat sich da was getan, dass ich da einfach ruhiger bin, weißt du so. Und aber jetzt gerade geht es mir wirklich gut. Die Sonne scheint, ich rede mit dir, das ist doch prima. Ja, finde ich, geht mir genauso. Und ich habe mich so ein kleines bisschen doch vorbereitet, in dem Sinne, dass ich also die Zielrichtung natürlich Realitätsabgleich sagt ja auch schon, aber nochmal daran erinnern möchte, was eigentlich wirklich Realität bedeutet, ist ja eigentlich auch noch nicht so richtig klar. Und auch das musste ich selber nochmal für mich vornehmen, diesen Abgleich, wenn ich schon darüber rede, mit dir jetzt in diesem Falle und mit unseren ganzen Community-Freunden. Ja, dann sollte man vielleicht ganz kurz nochmal erklären, was eigentlich Realität wirklich ist und wie subjektiv sie ja oft auch sein kann. Also im Grunde genommen wird ja alles Irreale gezeichnet als alles das, was nicht sein darf. Ja, da ist schon die erste Begrenzung. Aber wenn wir jetzt im Sinne eines Realitätsabgleichs berichten, dann ist das so, wie ich ja auch immer wieder sage, aus der Metaebene, dem Adlerblick, der von oben eben mehr sieht als von unten. Wir reduzieren unsere Aussagen und Einschätzungen nicht auf die, ich sage mal, einzelnen Schauplätze. Wer bin ich denn zu sagen, dass das nur Nebenschauplätze sind? Aber in Relation zu dem, um was es letztlich wirklich geht, um den nächsten Evolutionsschritt zum Beispiel, sind das alles letztlich nur Nebenschauplätze, egal wie groß sie erscheinen. Und sie erscheinen in ihrer Besonderheit auch als Alarmglocks, als Weckrufe, worauf ich ja immer wieder hinweise. Und das ist hilfreich zu sehen, dass das hier nicht eine Abstrafung ist, die wir hier irgendwo erdulden müssen, erleiden müssen, durchstehen müssen, um Gottes Willen. Jetzt geht es wirklich im ganz Besonderen darum, mehr als je zuvor, eine Entscheidung zu treffen, ja, und dadurch eben aus der Entscheidung eine Position beziehen. Also klar, einfach mal, wenn ich das tue, dann werde ich das auch umsetzen und nicht bei einem theoretischen Konstrukt belassen. Also ich denke mal, fangen wir mal damit an, dass wir es mal definieren sollten, beide. Ich würde dich darum bitten, das auch zu tun. Was ist eigentlich eine Entscheidung? Also wovon wäre dann die finale Entscheidung, die es jetzt im besonderen Sinne geht? Abhängig. Also wenn der Aufruf erfolgt, tue ich ja schon seit längerem, Zeit der Entscheidung gab es ja auch Webinare, es wird jetzt demnächst ein Buch darüber geben. Wovon ist denn, was ist das für eine besondere Entscheidung? Was fällt dir jetzt so aus dem Bauch heraus ein und was sagt dein Verstand dazu, wenn ich dich frage, wovon ist diese besondere Entscheidung für dich abhängig? Also jetzt so für mich geht es im Wesentlichen um die Entscheidung zwischen Natur oder Transhumanismus. Ja. Ja, im Wesentlichen. Auf jeder Ebene, sei es jetzt medizinisch, körperlich, Ernährung, Einstellung. Wir sehen ja die Bestrebungen, also oder ich sehe die Bestrebungen, die Natur quasi immer weiterhin als fehlerhaft darzustellen. Dabei haben wir da ganz viele Störungen reinbringen lassen. Ne, in Form zum Beispiel von Pestiziden und so. Und dass die Natur optimiert werden müsste und was ja völliger Quatsch ist, weil es ja alles da ist, nur noch nicht erkannt von vielen, ja, dieser begrenzte Horizont. Und ich für mich, also es gibt so, ich denke, das kennt jeder, es gibt so Punkte im Leben, da lässt man sich nicht verrücken. Ja, also das sind, die sind fest. Und die kann man auch ändern. Das hängt aber meistens mit einer Erschütterung zusammen, bis ins Tiefste hinein. Ja, wo letztendlich eine Entscheidung getroffen wird. Aber das bin nicht bewusst ich. Das ist irgendwie tiefer. Ja. Und ja, und im Hinblick jetzt auf die Zeit der Entscheidung.
hat sich Gott sei Dank dieses tiefe Innere in mir, und ich hoffe, es bleibt so, so gefestigt, dass ich mich entschieden habe, mich auch nicht in diese Dramen mehr reinzuziehen und auch nicht zu lassen und aber auch gar nicht mehr, also irgendwie, jeder kennt das, dann hört man doch zu oder ach ja, und, ne, und ich kann dich nachvollziehen und so. Und dieses, es ist wirklich jeder in der Lage und hat auch das Recht, selbst zu entscheiden, welchen Weg er geht. Ja. Das ist irgendwie auch ganz tief angekommen. Ja. Und ich meine, das weiß jeder, der jetzt irgendwie im Bereich Gesundheit, Ernährung oder so unterwegs ist. Ihr wisst, was ich meine. Aber ja, also weil wirklich jeder Mensch das Recht und die Fähigkeit hat, das für sich zu entscheiden und auch zu erkennen, wenn er das denn will oder auch eben nicht. Ja. Genau, so geht es mir natürlich ähnlich, klar. Aber ich gehe noch einen kleinen Schritt weiter, denn es ist ja so, dass aus meiner festen Überzeugung, und die basiert auf ganze Menge Fakten, die auch, ich sage mal, fast Hardcore-Skeptiker, sowas gibt es tatsächlich immer noch, davon überzeugt haben, dass wir wirklich vor einem ganz besonderen Ereignis stehen, ja, vor einem nächsten, ich sage mal, Evolutionssprung. Also, dass sich die Evolution weiter fortsetzt, ich glaube, das ist unstrittig. Wir auch als Biologen, ich bin ja auch Biophysiker, ein halber Biologe quasi, du bist eine Vollbiologin, da geht es ja um Bios, Leben, ja, und Leben ist Ja. ja nicht einfach so entstanden, plötzlich ist Leben da, sondern das hat sich entwickelt. Und so gibt es Evolutionssprünge, das weiß man, dass das sich auch zwar langsam erwächst durch Erfahrungen, die gesammelt werden, und dann, wenn ein Schwellenwert erreicht ist, gibt es die nächste Evolution daraus. Und dass wir hier nicht am Ende der Fahnenstange mit unserer Spezies angekommen sind, ich glaube, das ist uns allen völlig klar. Und so geht es in einem ganz besonderen Maße eben jetzt tatsächlich für jeden Einzelnen darum, sich entscheiden, ja, zunächst mal zu fragen, will ich überhaupt, ja, den nächsten Evolutionsschritt vollziehen, oder möchte ich diese, ich nenne es ja Schulklasse, nochmal wiederholen? Ja, das ist natürlich dem freien Willen irgendwo zuzuordnen. Also, wer bin ich denn, und wer wäre der Allschöpfer denn auch, wenn er sagen würde, du wirst jetzt in die nächste Klasse versetzt, ob du nun möchtest oder nicht? Das ist eben nicht der Fall. Zwangsbeglückung, wie ich immer wieder sage, gibt es nicht. Und das ist genau der Punkt, die Herausforderung. Sehr viele von uns haben sich bereits entschieden und wissen es vielleicht gar nicht. Ja, sehr viele. Aber auch da ist es jetzt wichtig, sich das nochmal klarzumachen, dass sie sich schon entschieden haben, und genau reinzuspüren, stimmt denn das? Was bedeutet das für mich? Wir reden alle schon seit Jahrzehnten, gerade im spirituellen Bereich, vom Loslassen, dass da das Hier und Jetzt ist und so weiter. Also das wäre das faktische Loslassen in einem ganz besonderen Sinne, elementaren Sinne sogar. Loslassen von den alten Konzepten, sich einfach auch von den ganzen Dingen befreien, die wir erlebt haben, Erfahrungen aus Vorleben, wie auch immer. Ja, und sich jetzt in diesem Moment zu fragen, okay, bin ich bereit? Und da ist die Maxime eigentlich die, die die Entscheidung eigentlich sogar nicht nur erleichtert, sondern ja auch treffen sollte, die Freude. Also fühlt sich das für mich, ich rede jetzt über mich persönlich, und das ist auch mein Rat an alle, die sich da angesprochen fühlen, fühlt sich das für mich gut an? Nicht im Sinne von, ja, okay, das kann man ja mal machen. Ich sage ja so, by the way, macht man keinen Aufstieg, ja, und kein Erwachen und keinen nächsten Evolutionssprung. Das soll eben mit aller Klarheit, Ernsthaftigkeit, ich denke, das ist richtig zu verstehen, vollzogen werden. Und das ist eben das, was wir im Moment gerade hinterfragen sollten. Und ich gehe sogar jetzt so weit, Heidi, dass ich davon auch überzeugt bin, dass mit der Klarheit unserer persönlichen Entscheidung sich das auch im Außen entsprechend präsentiert. Also die Welt wird in dem Moment auch signifikant anders sein im Außen durch die Ereignisse, die stattfinden, in dem Moment, wo mehrere von uns sich entschieden haben, diese Klarheit haben. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir ganz sehr oft schon in den letzten Jahren, und da meine ich so im ganz besonderen Maße in den letzten 10 Jahren, vielleicht 12 Jahren, seit 2012, glaube ich, waren wir so dicht dran oft, so dass dieser Evolutionssprung sich vollzogen hätte, ja, dieses Mal in einem ganz besonderen Maße, dass also das im Kollektiv sehr viele mitbringt, ja, sogar unsere Erde in toto, also die Erde als in ihrer Ganzheitlichkeit, eben auch in ihrer Lebendigkeit, ja, davon mit betroffen ist. Aber wir sind ja mit der Mutter Erde sozusagen auch verwandelt, ja, und das ist auch so. Also, das ist aber jetzt
deswegen noch nicht geschehen, weil es sind Fristverlängerungen quasi eingetreten, die auch erklären, warum wir so oft schon davor waren, dass es nicht eingetreten ist, weil wir uns noch nicht ernsthaft genug entschieden haben und wahrscheinlich die kritische Masse auch noch nicht erreicht ist. Aber davon bin ich auch überzeugt. Die vierte Überzeugung, die ich jetzt habe, ist die, es gibt eine Deadline, wo es dann in jedem Falle passiert, ja, wo dann, ich sag mal, die kosmischen Ereignisse eintreten, die ja auch nichts weiter sind, eben als sozusagen das, als ein Impuls, der uns auf der physikalischen Ebene diesen Prozess ermöglicht, in diese nächste evolutionäre Phase einzutreten, in eine höhere Dimension. Ja, das war jetzt sehr viel Text, aber es war mir ganz wichtig, das nochmal zu definieren, worum es jetzt gerade geht. Wenn wir jetzt über den Realitätsabgleich sprechen und jetzt über das reden, was ich jetzt auch gleich nochmal andeuten werde, was sich in den letzten Wochen ereignet hat im September, ja, an physikalischen Dingen, die das aber alle bestätigen, was ich gerade gesagt habe, dann kommt es eigentlich in der Essenz, genau geht es nur darum, was ich gerade auch gesagt habe oder hinterfragt habe. Und die richte ich an jeden Einzelnen von euch, liebe Freunde. Und ich mache das täglich für mich auch immer wieder neu. Habe ich mich bereits entschieden? Und wie ernst meine ich es damit, mit meiner Entscheidung? Konnte man das so nachvollziehen, Heidi? Ja, absolut, natürlich. Es ist halt auch immer wieder eine Entscheidung. Nicht nur täglich, jede Stunde, jede Minute. Also letztendlich, und das schwankt auch vielleicht manchmal noch, aber die Tendenz ist ja in eine gewisse Richtung. Also ich stelle schon fest, dass sich in den letzten Wochen, wo wir jetzt mal, wo wir unseren letzten Abgleich hatten, da hat sich einiges getan in diesem Bereich. Und auch wenn man jetzt vielleicht Angst hat vor Medien oder so, ich finde, man sieht jetzt, kommt alles hoch, aber alles kommt raus. Aber alles kommt raus, oder? Aber alles kommt raus. Ja, ja? Und das ist wichtig und das ist gut. Also das ist eine super, super Entwicklung. Und was es braucht, ist starke Menschen, die weitergehen, die in ihrer Kraft bleiben oder sich da wieder reinfinden. Und wenn man sich durch jedes Fähnchen im Wind da hinten ablenken lässt oder über jeden Stock springt, den man einem vorhält, ich entscheide immer noch, ob ich über den Stock springe oder ob ich das Fähnchen da hinten beobachte und einfach bewusst werde, dass es ein Fähnchen oder ein Stock oder irgendwas anderes ist. Und das kriegen jetzt immer mehr Menschen hin. Also da ist schon kollektiv eine Entwicklung, die ich erkläre es dann immer hauptsächlich an den Frequenzen, wo du jetzt hoffentlich gleich noch mehr zu sagen wirst. Ja? Das wären jetzt auch direkt meine nächsten Fragen gewesen. Dieter, jetzt sag mal, was war los? Weil es war eine Menge los, ne? Exakt. Es war echt eine Menge los und ich schicke dir sowieso immer alles Mögliche. Ich meine, du weißt das, aber ja. Also das kommt jetzt auch mehr ins Bewusstsein der Menschen, so langsam, aber es ist wirklich zäh, wie stark die Auswirkungen dessen auf unser Verhalten allein sind. Ja. Absolut. Also ich habe da jetzt ja nun auch, ich habe ja voll die Attacke von so einer Agrofliege. wie gesagt, also dieses mit dieser, das gehört ja auch letztendlich zur Natur hinzu. Also, weißt du, also auch Vulkane können Satelliten stören, ja? Also, und geht natürlich auch noch ein Stückchen weiter als die Satelliten und diese Interaktion untereinander, die uns einfach nicht wirklich bekannt ist, weil wir sie nicht sehen können und eben halt auch nicht wesentlich, also nicht sonderlich viel Aufklärung ist. Ich meine, alleine schon die Schumann-Frequenz beobachten, wird einem ja auch nicht ganz so leicht gemacht. Ja, also ich habe da schon meine Problemchen. Ich mache dir dann immer Screenshots. Bei mir ist das scheinbar dann immer nur so, egal welchen VPN ich dann habe. Ja. Und ja, Dieter. Okay, also bevor ich dann gleich zu den, sag mal, objektivierbaren Fakten komme, wobei das ja eben auch alles Fakten waren, aber ich sag mal, den handfesten Fakten, Messdaten und so weiter, möchte ich doch noch auf eine Sache hinweisen, eine Sache, die ich immer wieder beobachte, schon seit langer Zeit, und das hat auch noch zugenommen. Je näher wir uns diesen Punkt zubewegen, wo es dann sozusagen final zum nächsten Evolutionssprung kommt, eben was wir Shift nennen, dass doch meistens auch unbewusst bei vielen, die meinen, sich entschieden zu haben, das sind eigentlich all die, sich hier in irgendeiner Form angesprochen fühlen, in besonderem Maße eben, aber auch immer noch so latent auf irgendwas warten. Ja? Also immer nach dem Motto, okay, da ist eine
ist das jetzt die ganze Wahrheit? Gibt es noch irgendwie eine Wahrheit, die jetzt irgendwo, die mir noch fehlt? Das wird gar nicht so richtig hinterfragt, aber das ist so der Tenor, der nach außen dringt, ja, diese Unentschlossenheit auch kreiert, dass man immer noch auf irgendetwas wartet, wo man sagt, jetzt hat es mich überzeugt, ich brauche noch Beweise quasi, Messergebnisse, wie auch immer. Ich möchte eins ganz einfach zusammenfassen. Ich bin nun seit so vielen Jahrzehnten unterwegs und habe Unmengen von Büchern gelesen, die alle in die Richtung gingen, die das Sein an sich beschreiben wollten, ja, den Sinn des Lebens erfassen wollten. Und irgendwann habe ich erkannt, dass es darum geht, einfach mal auch die Dinge so zu nehmen, wie sie wirklich sind, und mich gar nicht so sehr auf das Wissen an sich zu verlassen, was ich mir selber angeeignet habe, sehr viel von anderen natürlich übernommen habe, dass es eigentlich darum geht, zu hinterfragen, was will eigentlich meine Seele? Und diese Seele spricht nicht unbedingt in einer Sprache, wie wir uns jetzt unterhalten. Und ich glaube, alle, die sich das jetzt anhören und ansehen, die werden auch genau wissen, was ich damit meine. Diese ganz leisen Töne, die über die Emotionen meistens auch der Freude kommen. Ja, und wenn man gerade in der heutigen Zeit, wo wir physikalische Bedingungen gerade erleben, wo uns die Sprache der Seele, zum Beispiel über die Zirbeldrüse und den Hippocampus und so weiter, deutlicher vermittelt wird als vorher, ist die Entscheidung dann auch wiederum davon abhängig, was will eigentlich meine Seele? Möchte sie vielleicht doch noch eine Erfahrung machen, nochmal eine Runde drehen, quasi Schulklasse wiederholen oder auch nicht, was auch immer, ganz individuell. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und zu erkennen, worauf warte ich eigentlich noch? Ja, die Wahrheit ist eigentlich immer relativ und subjektiv. Was wahr ist, also auch eine Illusion ist ja ein Teil der Wahrheit. Es ist ja eine Illusion, sonst ist es ja nicht wahr. Ja, also die Dinge, die wir so dogmatisch festgelegt haben, die Bedeutung von dem Realen und dem Irrealen, das ist also eine rein subjektiv und willkürlich getroffene Wahl. Und um die geht es letztlich gar nicht. Ich fasse das mal zusammen. Vielmehr auch jetzt ganz bewusst, gerade eben vorm Einschlafen, wenn das Licht dann schon ausgeschaltet ist, mit seinem höheren Selbst laut sprechen, nicht nur einfach runterbeten, murmeln, laut aussprechen, in aller Zärtlichkeit, aller Höflichkeit, als wenn ich den mit meinem allerhöchsten besten Freund, und es ist ja weitaus mehr sogar noch als der allerbeste Freund oder Freundin, anspreche und sage, bitte liebe Seele, gebe mir die Informationen heute Nacht im Schlaf, die ich am nächsten Morgen, also morgen noch in Erinnerung habe, und die Erfahrung, die ich jetzt brauche, um meinetwegen eine Entscheidung zu treffen. Da muss ich aber auch definieren, um welche Entscheidung sich das handelt. Nicht, soll ich jetzt zum Steuerberater gehen oder doch lieber zum Zahnarzt. Ja, also das ist jetzt ein plakatives Beispiel. Also ich glaube, dass das ausdrückt, was ich jetzt gerade gesagt habe, um was es jetzt geht. Und da haben wir jetzt, glaube ich, ein gutes Fundament für die Dinge, die jetzt objektivierbar da sind, ja, die Messergebnisse. Und da würde ich sagen, ich frage dich jetzt nochmal, Heidi, ist das so nachvollziehbar, was ich gerade gesagt habe? Ja, natürlich. Also die Sache ist ja halt einfach, also erstens, sie ist so leise und zart, ja. Ja. Das ist so wie so ein Schmetterlingsflügel. Ich hatte jetzt mal so eine Situation mit Parkplatz einfach. Weißt du, ich wollte wohin fahren, die Straße war dicht, da war ein Rettungswagen quer, ich so, Mist, und dann bin ich einfach irgendwie abgefahren, kannte mich überhaupt nicht aus und habe dann tatsächlich zufällig diesen Umweg gefunden, und das war einfach nur so ein ganz zarter Impuls, ich bin dann einfach abgefahren, nicht hier, sondern einfach reagiert, so, also so rechts ab, und so ist es halt, das ist wie so ganz zart, und eben dann eben rechts abbiegen in dem Beispiel, diesem kleinen, ja, in diesem kleinen Beispiel bin ich dann einfach nur, einfach meinem Gefühl, also da war ich nicht bewusst bei, so, oh, das war jetzt meine innere Stimme, vielleicht sollte ich da jetzt rechts abbiegen, dann bin ich nämlich schon vorbei und müsste wieder zurückfahren, sondern ich bin dann einfach rechts, und das halt, darum geht es halt, dann auch dementsprechend zu handeln, ja, also auch wenn ich jetzt sage, es läuft aus meiner Sicht ziemlich gut, was die Aufklärung betrifft. Ob das Menschen wissen wollen, ist was anderes. Absolut, da kann ich ein Lied von singen. Aber es ist nicht mein Business, weil die Sachen, die Menschen annehmen, das, oder, und auch dementsprechend handeln, das ist immer noch ihre eigene Entscheidung. Und letztendlich findet man das ja auch in deinen Worten auch in gewisser Art und Weise wieder. Ne? Das sind die Handlungen. Ne? Ja, und ich kann von einer Sache berichten, die ich
in sehr dramatischer Form wirklich genauso auch erlebt habe, wie du es gerade beschrieben hast, die vom Wege einfach mal vom normalen Ziel abweichend, ja, abgebogen. Das habe ich vor vielen Jahren erlebt, eine Himalaya-Expedition. Da ging es um die Daulagiri, Nordgipfel, um dort, mein Gott, das war Ende der 70er Jahre, um das zu vollziehen. Und zurück auf dem Rückweg von Pokhara in Nepal ging es dann darum, tatsächlich nicht unbedingt den Bus, den es nur einmal am Tag gab, zu nehmen, um letztlich den den Rückflug zu bekommen von Kathmandu aus, dann wieder nach, ich weiß gar nicht, wohin, nach Delhi und dann wieder zurück nach Frankfurt. Also, und das war in der Gruppe natürlich, wurde das diskutiert, weil ich plötzlich die Intuition hatte, das klare Gefühl hatte, mit einer leisen Stimme, aber sie war signifikant, diesen Bus nicht zu nehmen. Wir haben das abgestimmt und ich war die Stimme, das Zünglein an der Waage, ja. Also wir waren 7 Leute und 3 waren dafür, 3 dagegen und ich war derjenige, der sagt, nein, nicht. Und am nächsten Morgen haben wir den Bus dann eben nicht genommen und ich musste da Spießruten laufen, könnt ihr euch vorstellen. Diejenigen, die dafür gestimmt haben, haben es bereut und gesagt, was für ein Quatsch. Und tatsächlich war es denn so, das stand dann auch in den Zeitungen am übernächsten Tag. Wir sind dann einen Tag später mit dem Bus gefahren und dann kamen wir in Kathmandu an und wurden begrüßt. Der Bus zuvor ist abgestürzt und mit vielen Toten und so weiter. Also, das ist tatsächlich etwas, da könnte ich viele Geschichten mal erzählen. Ja, und die Leute, die dabei waren, haben viele Jahre noch mit mir ihren neuen Geburtstag gefeiert. Ja, das war schon wirklich was Herausragendes. Wie gesagt, ich habe viele von diesen Geschichten zu erzählen, wo es wirklich um Leben und Tod ging, auch um mein persönliches Leben, wo ich dieser Stimme ja nicht nur Gehör gefunden habe, sondern sie auch beachtet habe. Ich habe ja eine Entscheidung getroffen. Ja, gesagt, bitte, also ich würde es auf keinen Fall tun. Ich bin quasi, wie du es gerade gesagt hast, vom normalen Zielplan abgewichen und gesagt, ich fahre mal lieber rechts runter, die nächste Autobahnausfahrt, wie auch immer. Ich finde das ein sehr schönes Beispiel, weil vor allen Dingen habe ich es genauso erlebt. Und ich kann das nur bestätigen, dass das heute mehr gilt als je zuvor. Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich meine, da haben wir jetzt ja auch zwei sehr ähnliche, Beispiele, aber mit gravierend großen Unterschieden. Also ich hätte dann halt keinen Parkplatz gefunden oder wäre irgendwo anders hingefahren oder wäre nach Hause gefahren oder so. Na, so. Diese Geschichten kennt ja eigentlich jeder. Ja. Und ob man dran glaubt oder nicht, erfahren haben sie doch einige. Und wer aufmerksam ist, der wird schon solche sogenannten Synchronizitäten im Leben halt finden, ja. Und Absolut. das stimmt, da ist anders Pfeffer hinter in der Energie, so weißt du, da das merken ja auch ganz, ganz viele, das ist sehr hoch Sucht, sage ich mal, ja. Heidi, kommen wir genau zu dem Thema, was du auch schon angesprochen hast. Da ist eine Menge passiert im September und vor allen Dingen in Bezug auf die Dinge, die ich ja nach wie vor auch als kosmisch orchestriert nenne. Ja? Also wenn ich jetzt von Sonnenereignissen rede oder von Schumann-Frequenzveränderungen oder Gamma Rays, die auf uns einwirken, kosmischen Strahlen, so sind das alles, ich sage mal, die Agenten dafür, das sogenannte Agens eben, was uns dahin führt, eben orchestriert. Und da nehmen wir mal was ganz Markantes. Die markantesten Dinge sind hier passiert. Also ich habe etliche Folien jetzt hier rausgesucht, einige davon und werden wir jetzt auch einblenden. Nehmen wir mal hier den 24. September, das ist ja erst vor ein paar Tagen gewesen. Da gab es hier eine Schlagzeile, die das repräsentiert im Wesentlichen, um was es auch ging, dass wir sehr viele Polarlichter hatten. Seltene Polarlichter, die auch hier im deutschsprachigen Raum entdeckt wurden, also von Süden Frankreichs zum Beispiel hier berichtet, aber auch in Norddeutschland sind die in bizarrsten Formen dargestellt. Also das ist schon etwas, was sich nicht nur irgendwie schön ansieht, ja, also ist schon etwas, ich sag mal, Es hat eine Ursache. klar, aber ich glaube, und dann gibt es die nächste Schlagzeile daraus aus diesen Ereignissen der letzten Tage, die letztlich als Ursache zu sehen sind durch bestimmte Solarflares, ja, die aber in einer Variante aufgetreten sind, ja, durch Spiralbewegungen und so weiter, durch Bewegungen auch der Erde und der Rotation, dass da jetzt ein Phänomen aufgetreten ist, was man noch gar nicht kannte. Ich mache es mal so einfach wie möglich. Wir haben zurzeit Bedingungen und gerade eben im September hatten wir sehr viele davon,
wo Ladungsträger wie die Elektronen zum Beispiel, die eben von der Sonne kommen, im besonderen Maße uns hier erreicht haben mit einer extrem starken oder hohen Intensität, die auch korrelieren mit der Intensität oder überhaupt mit der Sichtbarkeit von Polarlichtern. Ja, und sogar hier eine Schlagzeile im Video, sehr selten, super selten heißt es sogar, wahnsinnig schön, helle Polarlichter über Berlin. Ja, ist am 26. September, hat es der Deutsche Wetterdienst so veröffentlicht. Deswegen auch hier nochmal die Grafik mit der Quelle, dass man sich das nochmal anschauen kann. Also, was das letztlich im Wesentlichen bedeutet, da nehme ich jetzt mal die nächste Folie hier, Polarlichter über Niedersachsen, auch vom 26. September. Und das ist eine Veröffentlichung, die hat Geo gerade veröffentlicht. Wie gesagt, unten die Quelle. Und es sieht natürlich atemberaubend schön aus, ganz selten. Aber schaut euch bitte die linke Grafik an. Die linke Grafik ist jetzt nicht hier in dieser Veröffentlichung drin, sondern das sind Messprotokolle aus verschiedenen Messstationen weltweit, die nichts weiter messen als den sogenannten KP-Index. Das heißt, die Schwankungen des Erdmagnetfeldes, also die Intensitätsveränderungen innerhalb von kurzer Zeit des Erdmagnetfeldes, hervorgerufen durch die Ladungsträger, durch die Elektronen und Protonen von der Sonne kommt. So. Und was wir hier sehen an der Grafik, gerade eben ganz im rechten Bereich, ist ein roter und sogar violetter oder lila Bereich. Das sind die extremsten Intensitäten. Sowas hier haben wir sehr lange nicht gesehen. Und ich glaube, das geht hier weniger darum, um diese Phänomene in der Phänomenologie zu lassen und dem Motto, mein Gott nochmal, wie besonders ist das denn? Ja, aber was bedeutet denn das? Eindeutig geht es hier, das sagte ich eben bereits, um Elektronen, die jetzt von der Sonne gekommen sind. Von der Sonne wahrscheinlich auch weitergeleitet zu uns jetzt. Aber Elektronen sind die ersten, ich sage mal, Elementarteilchen, aus denen die ganze Materie im Universum überhaupt aufgebaut ist. Es gibt keine Materie, ob nun organisch oder anorganisch, ohne Elektronen. Elektronen sind Ladungsträger, sie kommen, deswegen heißen sie auch Ladung, sie tragen die energetischen Aspekte zu uns. Und das Wichtigste ist, ich wiederhole, das wirklich Wichtigste an den Elektronen ist, dass sie Informationen vermitteln. Sie vermitteln im quasi Inneren, ja, in der Modulation, also im, ich wiederhole, quasi Inneren, vermitteln sie uns die Informationen. Informationen, die so alt sind von der ersten Entstehungssekunde unseres Universums. Es ist so eine Art wie eine Art Upgrade oder so eine Art Kalibrierung vom Anfang an, ja, so kann man das nennen. Da könnte ich jetzt Lego. viel drüber herleiten. Ich habe da ein ganzes Buch drüber geschrieben, ja. Choron hat damals die Habilitationsarbeit als theoretischer Physiker dafür bekommen. Der konnte das algebraisch herleiten, dass das so ist, wie ich es gerade so salopp daherrede, ja, das mit den Elektronen. Aber wenn wir über diese Phänomene berichten jetzt, wie wir es gerade tun oder wie ich es jetzt speziell tue, und was uns ja auch im, ich sag mal, emotionalen Bereich tangiert hat, sehr viele Schlafmusterstörungen, sehr viele psychische Auffälligkeiten im Allgemeinen sind in diesen Tagen haben da korreliert, also standen in dem Zusammenhang. Ich selber betroffen davon. Können wir gleich noch drüber reden, würde ich dich dann auch darum bitten. Aber Fakt ist, uns werden hier Informationen vermittelt. Informationen, die uns zum einen über den Tellerrand schauen lassen, ja, dass wir erkennen, da ist noch weitaus mehr. Wir sind vor allen Dingen weitaus mehr, als wir bisher uns selber oder durch Strukturen der Matrix begrenzt haben. Und das ist etwas, was ich als ein besonderes Gottesgeschenk ja nenne oder bezeichne und als eine kosmische Orchestrierung nenne. Wenn ich solche Messungen sehe und solche Polarlichter hier, dann sage ich, okay, die haben ja uns erreicht, uns Menschen, alle Flora und Fauna, Lebewesen eben auch, ja. Das ist etwas sehr, sehr, sehr Großes und ganz Wunderbares, was da gerade passiert. Absolut. Das ist richtig, richtig spannend auch einfach, weißt du? Also ich habe das ja auch, ich meine, ich beobachte ja auch das mit den Solar Flares und alles und was da alles los ist. Und ich interessanterweise spüre ich das schon. Also ich gehöre zu den Menschen auch, die da, also ich spüre es, aber es ist halt auch so ganz zart wie das Flüstern der Seele, so ungefähr, ja. Und Ja. manche Sachen sind, also dass da irgendwas kommt, so energiemäßig. Und aber wenn man einfach bei sich bleibt und sich wirklich gut erdet und auch auf Nährstoffe achtet, weil, ne, also ich habe wirklich keine Schlafprobleme, wirklich nicht, außer meine Tiere wecken mich. Da ist immer was los gewesen, auch in den Tagen, und seit knapp einer Woche ist Ruhe.
Dann habe ich auch kein Problem zu schlafen, wenn keiner Terror macht, so, ja. Aber man merkt, die sind so richtig, wollen raus und wir wollen unser Ding durchziehen und also die wollen einfach leben, ja. Also da so nach dem Motto, so dieses Wildere kommt auch durch, ja. Und in Form von Katzen jetzt am Beispiel, ja. Und Katzen müssen sowieso, ja, wer Katzen hat, weiß, Katzen machen, was sie wollen und kriegen auch ihren Willen. Und sind einfach entzückend, ja, in ihrer absoluten Individualität und Unbeugsamkeit, ja. Und ja, Weil sie laufen hier gerade rum, die Katzen. also, Deswegen. ja, die wissen, ich bin hier, die wissen, ich mag Katzen gern. Ne? Und ja, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, wahrscheinlich eigentlich nicht, aber das ist halt, was mir einfach auffällt. Also, ich sehe wirklich deutlich, wie immer mehr Menschen darauf reagieren, aber auch wieder sich ganz schnell einkriegen. Also das ist diese Recovery-Phase ist wesentlich kürzer, diese Periode. Und nun gut, ich kenne nicht alle Menschen auf dieser Welt, ja, aber das ist das, was ich so im nahen Umkreis einfach mitkriege. Ich denke, man kann das so ganz einfach zusammenfassen, dass die Dinge ans Licht kommen, eben bewusst wahrgenommen werden. Wir werden Ja, damit ja, konfrontiert, ja, ja. meistens ja auch oder oft auch unangenehm Total. erfahren, die aber ans Licht kommen müssen. Ja, die auf, sonst werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal inkarniert, um dahin zu kommen. Die gehören einfach dazu. Es gibt ja auch Leute, die überhaupt nichts merken gerade, aber ich habe so das Gefühl, die haben sich bereits entschieden, wirklich diese Schulklasse nochmal zu wiederholen. Durchaus möglich, durchaus möglich. Ja. Ja, also ich meine, es gibt ja Menschen, weißt du, jetzt alleine diese ganzen Situationen der letzten 3 Jahre als Beispiel. Unmengen Informationen. Der eine entscheidet sich, das zu sehen, der andere entscheidet sich, das zu sehen. Und dann gibt es Menschen, die entscheiden sich, beides zu sehen und entscheiden dann für sich. Weißt du? Und da kannst du selbst mit Mainstream-Artikeln kommen. Das ist wie eine Blockade und sie wollen halt nicht oder können nicht oder haben sich anders, ich weiß es nicht. Aber das muss man einfach loslassen. Und ich meine, seit Wochen reden wir darüber und nicht nur wir, wie wichtig ist, sich um sich selbst zu kümmern, weil das ist natürlich auch anstrengend, ja. Also wobei ich das Gefühl habe, das ist jetzt besser geworden. Also dass das nicht mehr so, weißt du, also je mehr ich mich damit beschäftige und mich da, ja, ich weiß nicht, ob ich heil sag, ja. Also du weißt, was ich meine, desto weniger intensiv werden auch diese Emotionen dahinter, wenn wieder so etwas geschieht, das dieses Gefühl in mir wieder hochholt. Es ist wie so ein Training, ja, und ist es wirklich so schlimm, ja, also und man muss durch die Angst, um zu erkennen, dass sie wahrscheinlich zu 99,9% unberechtigt ist, ja. Auf Verdrängen bringt ja nun gar nichts. Sie Nee. ist ja das, was sie ist, nämlich erstmal eine Interpretation. Die Angst ist ja nicht da und sagt, guck mal hier, ich bin die Angst. Ja, also ich glaube, Eben. wir wissen, was ich damit meinen möchte, ausdrücken möchte. Also das Durchschauen, sozusagen, warum die Angst da ist, okay, da möchte was raus, angeschaut werden und damit eben auch erlöst werden. Dann verliert sie auch ihren negativen Schatten. Ja. Genau. Ich möchte da auch noch auf ein Thema, und du hast mir da eine gute Vorlage mit deinem Rechtsabbiegen vom Wege, Abbiegen von der Autobahn, wie auch immer. Und ich habe da ja auch ein bisschen was zu beigetragen. Das passt jetzt sehr schön zu einer Sache, die ich für ganz wichtig halte, die ich nochmal kurz ansprechen möchte. Viele werden sich darin wiederfinden, die sich nämlich auf Propheten beziehen. Die sagen, Nostradamus hat die Zukunft gesehen. Und dann gibt es, wie heißt der andere nochmal? Ja, Irlmeier, genau. Und es gibt eine ganze Menge mehr natürlich. So, ja. was ist denn mit denen und so weiter? Und ich sage in aller Deutlichkeit, ich habe lange darüber nachgedacht, ob es wirklich genauso ist, wie ich es jetzt genauso deutlich sage. Ja? Es ist die Deutung, und Sie haben alle recht, oder Sie hatten recht, wenn Sie nicht einfach nur raten. Ja? So, ich gehe davon aus, dass es diese Leute, dass sie wirklich diese Qualität hatten, in die Zukunft sehen zu können. Okay? Aber was sie getan haben, dann, sie haben eine Welt gesehen, eine Zeitlinie, wo das passiert ist. Eine Zeitlinie, wo das passiert ist, aber wir noch nicht. Ja, das ist tatsächlich auch wieder hier abhängig von der Entscheidung, von unserer Entscheidung. Ja, und das ist in etwa so, ich stelle mir das so vor, ich glaube, die einfachste Art es darzustellen,
bleiben wir wieder bei dem Bild, wir fahren mit dem Auto, unser Auto ist unser Vehikel, unser erweiterter Körper und das ist nur auf Autopilot eingestellt und heute sind die Autos schon so, bin vorgestern vor 3 Tagen mit einem Auto gefahren, mitgenommen worden, da hat er einfach nur eingestellt, ich will dahin, das Auto ist wirklich alleine gefahren, die neue Mercedes-Serie macht das so. Ja, und das hat mich sehr überrascht, das Lenkrad macht, das bremst, alles, sage ich, so unfassbar. So, nehmen wir das mal als Beispiel, weil das ist ja tatsächlich schon, sowas gibt es, so. Und jetzt gibt man natürlich ein Ziel ein, sonst wird das Auto ja gar nicht fahren. Und wir haben auch mehr oder weniger ein Ziel eingegeben. Sehr viele haben die Ziele gar nicht definieren und fahren einfach mit ihrem Auto sonst wohin. Und da passiert dann gar nicht viel. Aber selbst wenn jemand jetzt ein Ziel eingegeben hat und betrachten wir das wieder analog dieses Autos, dann ist es so, dass wir zwar sehen, dass wir die Strecke fahren, wir auch irgendwo sehen durch Kilometerzeiger, Anzeiger oder Messinstrumente, es sind nur noch so und so viele Kilometer bis zum Ziel und die Uhrzeit wird dann und dann sein, also steht unmittelbar bevor und plötzlich habe ich das Gefühl, den Instinkt, die Intuition, wow, da ist etwas. Weil, wenn ich jetzt von oben das betrachten würde, wir schauen die Autobahn von vorne, die Straße, und sehen die Autos davor und selbst wenn es da keine gäbe, könnten wir nicht mehr als 1, 2, 3, 4 Kilometer geradeaus gucken. Da kommen ja auch Kurven und so weiter. Aber jetzt sehen wir von oben, dass quasi diese kurz vorm Ende, vom Ziel dieser Autofahrt, ja, unseres Ziels, ist so durch einen Erdrutsch die Straße abgerutscht und es geht also dort sehr steil runter und man wird es wahrscheinlich gar nicht überleben. Ich mache es mal sehr krass. Das sehen wir aber nicht. Also nur von oben. Aber von oben sehen wir, dass es passiert ist. Aber für uns ist es ja noch nicht geschehen. Ja? Und jetzt haben wir die Intuition. Und sehen zwar nicht unbedingt, das muss nicht sein, zu sagen, oh, da ist die Straße zu Ende oder da ist was Großes passiert, ja, ich fahre rechts ab. Aber diese Dinge, wenn wir diese Intuition ernster nehmen, ja, uns einfach nur immer wieder damit gerade vorm Einschlafen beauftragen, dass diese innere Führung stärker wird, dann kriegen wir nämlich diese Warnsignale und dann passiert genau das, gar nicht mal im Sinne von Unfälle, die wir da kreieren, sondern tatsächlich jetzt im ganz Besonderen darum, wenn es darum geht, die Entscheidung zu treffen und den Weg dann auch zu vollziehen, den Schritt zu vollziehen, die nächste evolutionäre Population zu erleben. Und die ist, weiß Gott, nicht langweilig. Viele Leute denken, mein Gott, nochmal, da ist dann raus aus der Polarität, dann ist alles schön, Friede, Freude und auch Eierkuchen, aber es ist ja langweilig. Um Gottes Willen, nein, ganz im Gegenteil. Die Freiheitsgrade sind größer als je zuvor. Da ist keine Langeweile, da ist keine Begrenzung. Nur das, was wir als dunkel bezeichnen, Schmerz, Leid, gibt es dort nicht. Also das ist mal eine kleine Nebenbaustelle jetzt gerade, die ich da aufgemacht habe. Ja, und ich glaube, das veranschaulicht sehr gut, worum es geht und worum die klare Entscheidung, unsere klare Entscheidung gerade so wichtig ist. Und auch da nochmal als Wiederholung, zunehmend mehr darauf achten, unser höheres Selbst, unsere Seele bitten, tatsächlich uns diese Töne, diese Informationen zu vermitteln, dass der Weg für uns klarer und einfacher und leichter wird zu entscheiden. Und wir werden feststellen, dass die Dinge, die uns als Gegenwind mehr oder weniger hart auch treffen, ja, oder getroffen haben, weniger werden. Das sind auch meine ganz persönlichen Erfahrungen. Ja, das war nur wieder ein riesenlanger Monolog. Ich bitte um Nachsicht, Heidi. Aber das erschien mir gerade besonders. Wir sind ja alle hier, um die zu hören, Dieter. Ja, also von daher, warum sollte dann ein Video von dir gucken, wenn man dich nicht sprechen, reden, also reden hören möchte? So sprechen, reden, bla. Wortfindungsschwierigkeiten. Das ist übrigens auch wieder besser geworden. Das ist mir auch aufgefallen, mal am Rande Wortfindungsschwierigkeiten. Das war teilweise echt, da habe ich auch gedacht, was rede ich da für ein Quatsch? Und nicht nur ich, das war dann auch wirklich immer in ganzen Freundes- und Bekanntenkreises, nur mal so am Rande. Ja. Und das hat sich auch verändert. Also, toi, toi, toi. Und das ist auch eine schöne, also das passt wirklich gut mit dem vorher rechts abbiegen einfach. Ne? Also wir haben uns jetzt, wir haben Blinker gesetzt und wollen rechts abbiegen und wir scheren uns da ein und ja. Die Straße ist wahrscheinlich nicht so schön wie die andere, aber ja, die da fahren, da stehe ich halt nicht zu. Das ist nicht mein Weg. Ja. Und ich meine, nochmal abschließend vielleicht, hast du da noch was zum Thema Frequenzen und was so passiert sonst noch zu ergänzen? Weil da gibt es ja eigentlich immer ganz viel, was du dann auch noch sagen wolltest und vergessen ja. hast. Aber na, in diesem Falle ist es tatsächlich so, ich könnte da jetzt noch eine ganze Menge mehr an Messdaten erbringen
und darstellen. Aber es läuft immer aufs Gleiche hinaus. Egal, was ich mir jetzt anschaue, welche Parameter ich nehme, also alle kosmischen Ereignisse, und da beziehe ich, zum Kosmos gehört ja eigentlich auch die Erde, ja, und wir natürlich. Und aber im besonderen Maße die Sonne jetzt mal. Und die Felder, die da auf uns einwirken. Also das kommt immer aufs Gleiche hinaus. Egal, was ich mir jetzt gerade anschaue, das Erdmagnetfeld nimmt immer weiter ab. Dadurch verändern sich auch immer mehr die Polverschiebungen. Also ein großes Thema, aber es ist nach wie vor immer, läuft immer aufs Gleiche hinaus. Es geht auf diesen Zustand des Erwachens zu. Und das erfordert natürlich eine Entscheidung, die wir bewusst in aller Klarheit treffen sollten. Und ich denke mal, vielleicht noch mal am Abschluss, zum Abschluss auch eins. Viele sagen, naja, das erscheint ja irgendwie als ein Wunder. Ja, ich glaube, wir brauchen nicht zu hinterfragen, was ein Wunder ist. Ein Wunder ist ja nur deswegen ein Wunder, weil wir es eigentlich nicht erklären können. Vielleicht auch gar nicht erklären sollten. Also Dinge, die nicht unbedingt normal sind. Und ich habe in meinem Leben so unfassbar viele Wunder erlebt. Und gerade in den letzten Monaten mehr noch als in den Jahren zuvor. Und ich denke, dass das auch korreliert mit der Phase des Erwachens, dass wir es letztlich sind. Jeder einzelne von uns, der die neuen Wunder entstehen lassen und uns eben nicht begrenzen, indem man das reduziert auf, naja, das ist ja nur ein Wunder im Sinne eines Phänomens. Ja, also wenn man ein Wunder zur Normalität erklärt, ja, so wie das Sai Baba als Beispiel gemacht hat, gesagt, was möchtest du, dass ich dir manifestiere? Wie soll der Ring deines Großvaters, wie du gerade sagtest, aussehen? Stell ihn dir bitte vor, und er macht die Hand auf und genau dieser Ring ist da. Bitte, diese Dinge sind das. Und für Sai Baba als Beispiel war das kein Wunder, versteht ihr? Und auch ein Bruno Gröning hat seine Heilung, seine sogenannten Wunder, nicht als Wunder vollzogen, sondern in seiner Klarheit, seine Anbindung mit der Quelle verbunden zu sein, mit dem Allschöpfer, mit Gott verbunden zu sein. Das sind meine abschließenden Worte dazu. Und lassen wir doch die alle nochmal auf uns einwirken. Ich werde mir das eben Gesagte auch selber nochmal in aller Ruhe anschauen. Ja, unsere eigene Sendung, weil ich merke, während ich jetzt hier rede, sind ganz viele Dinge dabei, die ich mir eigentlich in der Form gar nicht vorgenommen habe zu sagen, die jetzt so ganz spontan entstanden sind, über die ich mich freue. Und ich hoffe, ihr könnt da was mit anfangen. Ich bete dafür. Heidi, wie geht es dir? Hat es dir was gebracht? Natürlich. Und ich finde, wir belassen es dabei, weil es wirklich ein schöner Abschluss ist, oder? Ja. Finde ich. Also ich kann es nicht besser ausdrücken, ja, und ich habe da ja auch dazu gesagt. Und in diesem Sinne, ich verabschiede mich mal. Vielen Dank, Dieter. Liebe Grüße. Ich danke dir, Heidi. Ich danke euch, liebe Freunde. Und an dieser Stelle immer wieder, es kommt auch aus dem tiefsten Herzen, dieser Dank, wie schön, dass es uns gibt. Danke.